So, auf das, was ich endlich gewartet habe, oder was ich jetzt lange gewartet habe, oder wie auch immer, lange war es ja nicht, war ja gestern eigentlich erst, ist jetzt angekommen, mein Paket, und dazu mache ich jetzt das Unboxing. So, hier ist das Paket, was ich jetzt, wie gesagt, seit gestern gewartet habe, und das mache ich jetzt mit euch zusammen auf. Schau mal, was ist das drin, auf was ich gewartet habe, aber ich denke mal schon, jetzt bin ich gegen die Kamera gekommen. Aber ich denke schon, dass es das Richtige ist, denn so viele Pakete bekomme ich jetzt nicht. Das ist dann eher Lorraine, die bekommt. Und ja, da schauen wir jetzt mal rein. So. Auf jeden Fall schon mal 20 Mal eingepackt. Wichtige Informationen von O2. So, dann habe ich hier Schützen, was in Lieb ist. Ja, ihr Handy-Cleaner. Also kann ich wohl irgendwie drüber fahren, keine Ahnung. Und hier ist das, auf was ich gewartet habe. Wie ihr seht, ist die Samsung Galaxy, die Samsung Gear S. Nicht Galaxy, sondern Gear S. Und die machen wir jetzt mal auf. Hier haben wir das Messer. So, dann schauen wir mal rein. Ging nicht, nochmal. So, ich hoffe, man sieht's. Das ist mein neues, ja, sag jetzt mal Handy, neue Uhr. Schauen, was wir hier unten noch drin haben. Geht das auch noch auf? Ah, das kann man rausnehmen. Alles klar. So, und dann haben wir hier noch drin das obligatorische Ladegerät. Hier ist die Ladestation, wo das dann drankommt. Und was haben wir hier noch drin? Naja, hier so eine kleine Bedienungsanleitung. Genau. Aber um das, was es geht, das haben wir hier. Gucken, ob hier ist überall die Schutzfolie drauf. Muss man abziehen, sonst kommen wir nicht ran. So. So, genau. Das ist die Gear. Ich weiß noch gar nicht, wie es angeht. Ah, man sieht was. Genau, dazu brauche ich jetzt ein Samsung-Telefon, um die zu konfigurieren, also um die zu verbinden, dass die Uhr direkt über mein Handy mitläuft. Oder man nimmt eine zweite, eine duale SIM-Karte oder eine externe SIM-Karte, ist ganz egal, und kann die hier reinmachen und da kann man ja mit der Uhr zusätzlich noch. So, fortfahren, mobil installieren, ja, Sie möchten Galaxy, ja, möchte ich. Jetzt ging es aus, Samsung Gear auf dem Mobilgerät installieren. Sie können es dann vom Samsung Galaxy App herunterladen. Okay, machen wir. Fortfahren. Wählen Sie den Namen dieser Gear, der Anwendung Samsung, bla bla. Muss ich dann nochmal gucken. Genau. So. Ja, das ist jetzt die Gear. Ich versuche es mal zu starten, dass es läuft. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Bis gleich. So, ich habe die Uhr jetzt mal soweit ja, angeschaltet, ein paar Sachen eingestellt. Natürlich noch nicht alles. Dass wir dann so mit der Zeit kommen, wo ich auch gucken muss. So, so sieht die Uhr aus. Unten hat man Anzeige von Nachrichten. Oben hat man den Akkustand. Gucken, ob man es sieht. Ja, ist gerade natürlich blöd, dass die Zeiger drüber sind. Ansonsten kann man hier, ja, das ist jetzt Musik, wenn man es möchte. Das wäre jetzt sowas wie Schrittzähler. Jetzt sieht man gerade, ich habe gerade eine Nachricht gekriegt. Schrittzähler, Training, Puls, Schlaf, UV-Einstrahlung. Hier ist News-App. Ist mit drauf, direkt. Das ist ganz schick. Das sieht man, genau. Genau, hier kann man, ist der Kalender, was heute ist, was morgen ist. Hier kann man zusätzlich noch was drauf machen, wenn man das möchte. Ansonsten, wie ich gerade gesagt habe, eine Nachricht habe ich gerade bekommen. Hier ist meine Nachrichten, also das ist der Eingang und das ist, dass ich Nachricht bekommen habe. Ansonsten kann man hier noch, na, kann man dann so die Grundeinstellungen mit Helligkeit, Lautstärke, nicht stören, wie auch immer machen, wie man es halt vom Handy aus auch kennt. Und wenn man nach unten, also von unten hochschiebt, hat man dann hier so die normale Funktion, Telefon, Kontakte, Nachrichten, E-Mail, Kalender, Einstellungen, Navigator, also ist auch ein Navi mit drauf für Fußgänger. Ja, diese Sportsachen, Running, MP3-Player, News-Briefing, Wetter, dann Sprachfunktion, Alarm natürlich, Galerie und mein Geräte suchen. Also wenn ich mit anderen
ja, was machen möchte. So, das war es erstmal zu der Uhr im Kurzen. Also ich finde sie toll und meinem Handgelenk sieht sie auch gar nicht so groß aus, wie ich es gedacht hätte. Meine Frau sagte, also Lorraine sagte, ich habe Arme wie ein Bär. Ich weiß nicht, ob sie das meint, weil sie so behaart sind oder ob sie so groß sind. Jetzt kriege ich es gerade gar nicht zu. So, jetzt ist es zu. Genau, so groß finde ich die gar nicht jetzt in dem Fall und die ist extrem leicht. Also wenn ich jetzt meine normale Armbanduhr dazu sehe, die ist wirklich sehr, sehr leicht. Ja, das war es jetzt erstmal von meinem Unboxing. Genau, den Link zu der Uhr stelle ich unten mit in die Infobox. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.